Moin Leute! Ich stehe gerade auf einem Gerstenacker. Ich habe selber zwar keine Gerste, aber ich habe schier Lohnauftrag zum Schwartlüften von meinem alten Lehrhof gerade. Die wollen nämlich morgen Gerste pressen und jetzt letzte Nacht einen Liter reingeregnet. Wir haben es jetzt 11.30 Uhr, es ist schon ganz gut abgetrocknet. Und ja, ich flitze jetzt einmal über die Schwaden rüber. Dann seht ihr den, also ist quasi heute Ersteinsatz vom Schwartlüfter. Eigentlich wollte den jemand mieten, aber dann doch nicht, weil es bei uns ein bisschen mehr geregnet hat als hier und die sind jetzt auch noch am Dreschen. Und deswegen hatte ich jetzt Zeit, hier einmal durchzufahren. Ich habe eben erstmal einmal kurz die Scheiben einmal hier grob geputzt, damit man wieder ein bisschen was sieht, weil die waren ganz schön schmantig. Und ja, jetzt irgendwie die Tage, ich habe immer noch die schmalen Reifen drauf, muss ich mal die breiten Reifen drauf bauen. Und dann mache ich hier auch einmal so eine Komplettaufbereitung vom Schlepper. Einmal richtig schön mit Schwamm putzen und so, dass der richtig schön sauber ist. Scheiben von innen, von außen hier, die Kabine richtig schön sauber machen, dass der Kunststoff wieder gut aussieht. Die Scheiben von innen habe ich jetzt eben nicht geputzt. Und ja, ansonsten, ja, oh ja, der Schwatt jetzt aber nah an die Bäume rangelegt. Mal gucken, kriege ich das hier weg so, ein bisschen noch darüber gelegt. Ja, 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 geht wohl so. Ja, mit dem Schwattlüfter, wenn das Schwatt nicht zu groß ist, so wie hier, kannst du damit eigentlich richtig gut Gas geben. Ich fahre jetzt gerade 18 km/h hier über das Schwatt rüber. Geht eigentlich richtig gut. Oh, da ist dicker Haufen. Ja, ging aber. Ich habe die Drohne nicht dabei, aber bei den Geschwindigkeiten Drohne fliegen und bei dem Gehoppel hier ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Oh, Satan hier, da haben sie aber auch beim Spritzen, haben sie ja aber auch Bahn reingefahren, du. Ja, das sind drei Flächen hier, das hier ist irgendwie, sind irgendwie 2 Hektar, daneben an sind nochmal 2,5 und dann nochmal ein größeres Stück auf der anderen Seite. Und ja, ansonsten steht heute noch auf dem Plan mit dem 724 und Hakenlift einmal zum TÜV. Und dann will ich morgen noch dritten Schnitt machen, weil ja, beim Gras, da kommt jetzt nicht mehr wirklich viel zu. Und ja, das fängt jetzt halt an, so die Rispen fangen an zu bestocken, ja, zu blühen und so weiter. Und ja, dann ist das eigentlich durch, dann wird das nur noch holzig. Und wenn du dann ein bisschen Silagequalität haben willst, dann ja, muss das halt ja, jetzt ab, damit das, da weißt du, damit beim vierten Schnitt da halt noch ein bisschen was Ordentliches rauskommt. Ja. Und nächste Woche fahre ich in Urlaub. Ich muss mal gucken, eigentlich muss man noch ein weiteres Mal 10 Hektar GPS ernten. Aber das wird leider nichts, weil da ist so eine Roggen-Hafer-Blüh-Irgendwas-Mischung. Und das ist halt alles noch ziemlich grün, das wird noch nichts. Ich denke, das wird nächste Woche was. Das kann ich dann aber nicht filmen, weil ich nächste Woche zusammen mit Lydia und unserem kleinen Mann in Urlaub fahre. Für eine Woche. Ja, und dann mal sehen, ne? Dann ist wahrscheinlich eine Woche Videopause. Mal gucken, ob ich diese Woche auch 2 Videos raushaue oder halt die dann auf, diese Woche 1 und nächste Woche 1, weißt du, damit, damit halt immer was da ist und nicht eine Woche Pause ist.
Deswegen, weil in zwei Videos natürlich auch weniger kommen, da leidet der Algorithmus dann natürlich auch mal ein bisschen drunter. Deswegen würde ich mich mega freuen. Für jedes bisschen Support, das ihr da lasst, für jedes Kommentar, das ihr schreibt, für jeden Like, den ihr da lasst und für jedes Abo, das ihr da lasst. Ich habe auch in letzter Zeit richtig Abos zugelegt. Wir sind jetzt über 23.000. Vielen Dank dafür. Freut mich sehr. Ja, keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr die 30.000 auf YouTube. Das war natürlich ein Banger, wenn das geht, Alter. So. Eben. Ich mache hier Vorgewende mal fertig und dann wechsle ich mal die Kameraposition und dann könnt ihr ein bisschen rausgucken. So, ich zeig's euch jetzt einmal noch von außen. So sieht das Ganze aus. Ne, die Pflegeräder sind auch drauf, eigentlich weil die schon umgebaut haben, aber wie das manchmal ist. Und halt der Schwattlüfter, ne? Ich habe die Bleche jetzt gerade noch mal ein bisschen verstellt. Ne, ich schmeiß das Schwatt ein bisschen so nach hier rüber, dass das quasi von der letzten Stelle runterkommt. Und dann das hier ist, funktioniert quasi wie eine Pickup einfach, ne? Der sammelt das so auf und schmeißt das dann halt nach hinten raus. Und ja, durch diese Drehen, durch das Umdrehen und zur Seite wegwerfen, wird es dann halt nochmal ein bisschen gedreht und schön aufgebauscht. Dann kann der Wind dann noch ein bisschen besser durchgehen und dann wird es auch gleichzeitig besser trocken. Das ganze Ding könnt ihr übrigens von mir mieten über Hektar 9. Ja, aber wisst ihr ja, habe ich euch schon mal erzählt. Und ja, ich mache jetzt mal die Kamera rein in eine Scheibe und dann flippe ich hier gleich mal die Bahn rauf und runter. In der Wiese. Ich weiß gar nicht, hatte ich es gesagt, sollte heute nicht eigentlich GPS gehäckselt werden? Ich glaube, ne? Ich wollte ja gestern Abend mähen. Ach, manchmal bin ich auch ein bisschen durcheinander. GPS häckseln ist auf jeden Fall ausgefallen, weil ja, die Fläche halt noch nicht so weit ist oder der Bestand auf der Fläche noch nicht so weit ist. Das hat halt damit zu tun, dass das halt nach dem nassen Winter nachgesät wurde. Und ja, es ist jetzt halt einfach noch nicht so weit, wie wir gedacht hatten. Und deswegen, ja, warten wir jetzt noch eine Woche oder zwei, keine Ahnung. Also, ja. Ich stehe hier halt auf unserer Wiese und ja, habe unser Mähwerk hinten dran. Unser bekanntes Krone Easy Cut 320 CV, also mit Aufbereiter. Ich habe die Tiefe, also die Schnitthöhe soweit eingestellt. Ich habe jetzt hier, weil ihr seht, es steht jetzt nicht wirklich viel drin, ne, dritte Schnitt. Ich habe das Schwart, die Schwartleger oder die Schwartbleche, die hier hinten dran sind, ne, diese Dinger, die kann man ja hier in der Breite verstellen. Ich habe die jetzt ganz zusammengeschoben, damit ich halt kleine Schwaden habe und nicht so viel ja, Futterverluste auf der Breite habe, weil es halt eben nicht so, so dicht ist. Und weil wir heute es sehr warm haben, wir haben es knapp an die 30 Grad, 27 Grad sind es jetzt, damit es halt nicht zu stark welkt und zu trocken wird, ja, hat das halt auch den Effekt, dass es nicht so, dass die Feuchtigkeit nicht so doll verdunstet und es nicht ganz zu sehr, mein Gott, zu trocken wird. So, gut, ich würde sagen, ich fahre mal los. Ach so, was ich euch oben noch zeigen wollte. Ich habe mir neulich mal die Arbeit gemacht, bevor ich das Mähwerk abgebaut habe, dass ich es halt noch mal ganz genau ausgemessen habe und hier den Versatz und so weiter
alles richtig eingegeben habe, damit ich halt bei Man auch mit RTK fahren kann. Ihr seht hier, der Balken, der hat sich jetzt hier so zur Seite verschoben und ja, so sollte das jetzt eigentlich passen, nach dem, was ich ausgemessen habe. Ja, werden wir gleich gemeinsam herausfinden, ob das Murks war, was ich da eingegeben habe oder nicht. Ja, ich würde sagen, ich mache hier jetzt mal das Vorgewende und dann fahren wir los. So, ich habe hier das Vorgewende fertig, also ne, fünfmal außenrum zu. Und jetzt arbeite ich mich in der Mitte, von der Mitte nach außen. Ich habe mir jetzt mein Gerät hier, also habe ich eben erzählt, einmal ausgemessen und eingestellt. Und jetzt möchte ich halt einfach herausfinden, also ich zoome mir jetzt irgendwie eine AB-Linie. Ah, wir sind hier noch nicht ganz in der Mitte. Wir nehmen, nee, nicht diese, aber wobei doch, diese ist gut. So. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier gleich im Anschluss gefahren bekommen. Dreh mein Tempomat noch ein bisschen runter. So. 14,5 ist, denke ich, eine gute Geschwindigkeit. Ja. Also was ich auch sagen muss, obwohl das hier jetzt ja recht dünn aussieht, muss man sagen, dass es eigentlich doch eine ganz ordentliche Menge ist. Ich drehe die Kamera noch so ein bisschen, dann seht ihr das besser. Ne, also wenn man jetzt hier mal so guckt, das Gras sieht eigentlich gar nicht so hoch aus, aber wenn man das jetzt am Ende doch so in dem Spat liegen hat, oh, also das sind hier Maulwurfshaufen, sieht es doch ganz ordentlich aus. Also ja, da kann man mal aussehen, was Untergräser so an Ertrag ausmachen. Also ich finde, das ist für einen dritten Schnitt echt nicht schlecht. So, wir nähern uns dem Vorgewende. Ups, eins weit. Einmal drehen. So, und der Strich ist jetzt, gut, der ist da immer genau mittig drauf, das ist ja auch Quatsch, was ich hier erzähle. Eben beim Außenumzufahren habe ich halt einfach schon gesehen, hier, ich habe die Schlagbedeckung eben einmal gelöscht, dass das an sich eigentlich ganz gut, das passt gar nicht. Okay, ich fahre es einmal manuell. Also da hatte ich jetzt gerade 75 cm Versatz drin. Ich muss wahrscheinlich dann immer, ja, das hat jetzt wahrscheinlich damit zu tun, dass ich jetzt einfach die gleiche Bahn zurückfahre. Wenn ich gleich im Kreis fahre, sollte es ja eigentlich anders aussehen, wenn ich mich nicht irre. Naja, wir probieren das jetzt aus, wir sehen es dann gleich. Weil ich war jetzt 75 cm zu weit da. Oder hier sagt er jetzt sogar, jetzt wenn ich so fahre, hier sagt er jetzt sogar einen Meter. Ja, aber das hat wahrscheinlich damit was zu tun. Also keine Ahnung. Also ich bin halt auch einfach nicht der RTK-Experte. Ich muss mich hier auch, ich habe mich damit auch lange nicht auseinandergesetzt, weil halt mich halt so Sachen halt einfach, da bist du da rumtippst und dann bist du da dann zugange bist für so ein paar Hektar Mähen. Das ist ja dann auch, und früher konntest du halt auch nur normal manuell fahren. Warum sollte das jetzt nicht auch gehen? Na, das ist dann halt einfach, das ist mir dann halt auch manchmal einfach ein bisschen zu kompliziert. Denn dann fahre ich halt einfach so für unsere paar Hektar da dann immer so lange so rumdenken. Manchmal nehme ich mir die Zeit und manchmal halt nicht. So, und jetzt stehen wir hier recht knapp an der Dings dran. Also wir haben, also das ist schon sehr knapp. Ja, also da bleibt jetzt, seht ihr das, da bleibt jetzt
So eine kleine Bahn bleibt da. Ah. Tja, woran liegt das? Habe ich den Mittelversatz nicht richtig eingegeben oder sind die... Ich google gleich mal, was das Mähwerk für eine tatsächliche Arbeitsbreite hat, weil ich habe jetzt 3,20 Meter eingegeben, weil ich habe ja 3,20 CV. Vielleicht ist es auch einfach nur ein 3 Meter Ding, man weiß es ja nie so genau. Ich google das gleich mal. Und dann haben wir vielleicht da ja schon den Fehler gefunden, wenn es halt nämlich nur 3 Meter Arbeitsbreite hat und nicht 3,20 Meter, dann könnte das ja schon der Fehler sein. Beziehungsweise vielleicht habe ich mich auch mit dem Mittelversatz vermessen, weil der Mittelversatz ist ja der Versatz von Mitte Schlepper zum Mitte Mähwerk. Na, dass der vielleicht nicht passt. So, und Mitte Schlepper ist ja meistens immer die Zapfwelle. Aha, guck. Hier steht's. Arbeitsbreite 3,16 Meter quasi. So. Das heißt, ich habe jetzt 3,20 Meter eingegeben. Das könnte schon das Problem sein. Da Satellit, dahin, dann auf das Arbeitsgerät, dann auf den Schlüssel und dann geben wir hier 3,165. Okay, 3,16, mehr nimmt er nicht. Ich gebe 3,15 Meter ein. So. Und jetzt haben wir genau das, oder fast genau das, also mit weniger Abweichung, als das, was ich vorher eingegeben habe. Jetzt müsste das eigentlich passen, weil es war ja eben fast genau passend, glaube ich. Deswegen jetzt hier, nächste Runde, gleiches Spiel. Oh, warte mal. Ich sollte auch erstmal die Zapfwelle anstellen, ich Idiot. Ah, ich glaube, von innen nach außen arbeiten ist für das RTK ein Problem. Weil so passt es halt nicht. Ah, diese Geräte mit dieser Seitenbreite, die machen mich fertig. Mit dieser nach Seiten zur Seite raus, das kriegst du im RTK nicht eingestellt. Also ich krieg das zumindest nicht hin. Oder gibt's da irgendwie einen Trick? Also wenn ja, dann schreib mir das bitte mal in die Kommentare, dass ich da mal irgendwie... Weil ich bin, glaube ich, einfach zu blöd. Ich glaube, das ist das Problem. Ich bin zu blöd. Anders kann ich mir das nicht erklären. Mit einem 3 Meter Frontmähwerk wäre das viel einfacher, wenn man eine Frontzapfwelle hätte. Hätte einfach vorne in der Front 3 Meter, gibt es das ein und fertig. Aber, ja, keine Ahnung, ist halt irgendwie schade. Die kleine Fläche. Und kennt ihr das irgendwie? Instagram hat mal irgendwie was geändert. Und seitdem muss ich, wenn ich Stories mache, beim Hochladen immer zu gucken. Also das ist jetzt immer noch nicht hochgeladen. Die Story ist jetzt seit einer halben Stunde, vor 27 Minuten habe ich die aufgenommen. Und die ist jetzt erst zu dreiviertel hochgeladen. Und jetzt gucke ich da drauf und dann geht das gleich ganz schnell.
Also dann habe ich, weiß ich nicht, das ist irgendwie erst dann im Update so. Kann ich das hier auch mit tun? Dann könnt ihr ja nochmal meine Fragestellung hören. Dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare im Nachhinein schreiben, ob das verständlich war, weißt du? So. Hey, jetzt fängt ihr schon wieder von vorne an. Alter, was ist denn hier los? Ja, egal. Dann müssen wir. So, jetzt. Also, vielleicht bin ich auch einfach, das ist total einfach und ich bin zu blöd und ihr lasst euch gleich alle kaputt, aber das ist mir egal, das nehme ich in Kauf. Also, und zwar ist meine Frage: Mittelversatz vom Gerät beim RTK-System. Wie gebe ich das richtig ein? Also, ich habe jetzt nach meinem Verständnis der Mittelversatz, der Versatz von Mitte-Schlepper zu Mitte-Anbaugerät, also in meinem Fall Mitte-Mähwerk. So, das habe ich ausgemessen, das sind 2,60 Meter. Die habe ich jetzt auch hier in meinem RTK hier oder in meinem Schlepper eingegeben als Versatz, aber. Ich stehe jetzt hier in der Bahn und er sagt, ich bin Meter 43, 44, er schwankt da gerade daneben. Jetzt meine Frage. Muss ich das vorher irgendwie noch, muss der irgendwas berücksichtigen? Kann ich einfach diese 2,60 Meter eingeben oder sind diese 2,60 Meter Murks, wenn das nicht passt? Weil, keine Ahnung, ich habe das jetzt halt einfach irgendwie so mit dem Zollstock ausgemessen und wenn ich jetzt das zentriere und eine Runde fahre oder beziehungsweise gleich auf der anderen Seite stehe, dann bin ich halt wieder irgendwie 60, 80 Zentimeter daneben. Das war verständlich, oder? Naja, also es, ich gucke dem jetzt beim Hochladen zu, ansonsten hört er hier nämlich gleich wieder auf. Ja, ich habe Grasmähen jetzt fertig soweit. Ne, hier auch die kleine Fläche ist ab. Und ja, ich klappe jetzt zusammen. Und dann fahre ich nach Hause. Und dann baue ich das Mähwerk ab und morgen früh kommt der Lohnunternehmer zum Silieren. Oder was heißt morgen früh? Morgen Vormittag und morgen Nachmittag oder späteren Nachmittag, so ab 17 Uhr, soll es dann Regen und Gewitter geben. Bin ich mal gespannt. Aktuell haben wir auch eben gesagt, hier auf 34 Grad, sagte, haben wir es jetzt. Das ist doll. Aber naja, ich würde sagen, wir sehen uns später. Hallo Freunde, es ist der nächste Tag. Es hat vergangene Nacht geregnet, deswegen wird heute nicht siliert, wobei jetzt irgendwie doch das Wetter doch besser ist, als jetzt irgendwie erwartet. Aber egal, wir haben es jetzt auf morgen verschoben. Ganz schlimm ist das auch nicht, weil nachher soll auch noch mal irgendwie ein kleiner Schauer kommen und bevor man da irgendwie Zeitstress kommt und den Haufen nicht Zug kriegt und so, macht man es halt später. Ich habe mir jetzt den 411er hierher geholt, hier vorne, wo sonst der 724 steht, habe das Auto rausgefahren und den jetzt ein bisschen weiter nach hier hingestellt, denn ihr seht, hier sind immer noch die dünnen Reifen drauf. Das stört mich, weil die brauchen wir nicht mehr. Wir wollen die dicken wieder drauf haben. Und wenn ich jetzt mit den Fingern schnippe, sollten da eigentlich die breiten Reifen drauf sein. So, die dicken Puschen sind drauf. Ich sehe nicht mehr ganz so frisch aus. Mein ganzes T-Shirt ist nass, Alter. 25 Grad hohe Luftfeuchtigkeit, das ist echt kein Geschenk, ey. Gut. Ich habe die alle schön mit Drehmoment angezogen. Ja. Und wäre es jetzt auch spät. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um die Tiere und gehe duschen. Ich fühle mich nämlich richtig ekelig. Und wir sehen uns dann morgen beim Silieren wieder.
Ja, Leute, ich melde mich vom Handy wieder. Was soll ich sagen? Die üblichen Probleme mit der GoPro, ne? Ja, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe die jetzt irgendwie schon zurückgesetzt einmal. Und ja, aber jetzt gleich das Problem. Tust da einen neuen vollen Akku rein und auf einmal will die nicht mehr angehen und so. Also ganz ärgerlich. Ja, wir sind am Grassilieren. Es hat natürlich letzte Nacht, kam dann auch noch mal wieder ein richtiger Schlag Regen runter, 6 Liter. Und heute Morgen habe ich dann auch so gedacht, oh, jetzt wird das so eine Matschepampe. Das ist nicht richtig trocken, weil die Sonne hat wirklich ein bisschen auf sich warten lassen. Aber dann so gegen Mittag kam dann Wind auf, die Sonne knallte richtig gut. Und dann hatte ich dann auch beim Lohnunternehmen angerufen, dass sie mit dem Spader kommen. Dann sind die um 14 Uhr mit dem Spader hier gewesen, haben das ins Spat gelegt. Und ja, dann ist da jetzt nochmal 2,5 Stunden der Wind durchgegangen. Und jetzt ist das Top-Zeug. Und da hinten fährt der, Ladewagen. Und sammelt das hier jetzt alles ein. Und dann machen wir hier das Häufchen und dann decken wir das zu und dann ist das fertig. Der lädt er jetzt gerade ab. Da versuche ich jetzt nochmal gerade hin zu sprinten. Da kriegen wir das auch noch drauf. Und dann ist Haufen zu decken angesagt.